Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder ein Haul für euch. Ich war shoppen und zwar online. Einmal bei Kreativ Bunt und einmal bei der Scrapbook-Werkstatt. Warum bei zwei verschiedenen, das werde ich dann noch ein bisschen erklären. Ich fange mal an bei der Kreativ Bunt. Das ist noch ein relativ kleiner Shop, auch noch relativ neu, aber der hat super Sachen und auch super Preise, teilweise echt günstiger als anderswo. Und ja, die Eignerin ist eine total liebe und hat dann extra noch mit, ich habe die Bestellung ausgelöst und habe dann, weil ich vorher angefragt hatte, ob schon was da ist, was ich haben wollte, gesagt, es kommt morgen und dann haben wir das noch so geregelt, dass ich meine Sachen noch bekommen habe. Muss ich halt einen Tag warten, bis es weggeschickt ist, aber total lieb. Macht nicht jeder und wärmstens zu empfehlen. Weshalb ich da bestellt habe, es gibt die neuen Gorgeous-Stempel. Und ich bin einfach verliebt. Das ist so Zucker, das ist Piraterie. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich habe es auf den Stempeln gesucht und nicht gefunden, wie das Ding heißt. Ja, ich finde es einfach nur süß. Einfach dieses Mädchen mit dem Hut. Ja, gorgeous halt. Dann gab es von diesen maritimen Sachen noch kleine Fische, nennt sich der hier, wo das Mädchen einfach nur auf dem Stein sitzt. Auch einfach Zucker, also kann man nicht anders sagen. Vor allen Dingen die Welse finde ich total süß. Mal gucken, wie ich die koloriert bekomme. Ich bin ja noch ein Kolorationsneuling. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass die Lampe nicht blendet, merke ich gerade. Ja. Und dann gibt es noch das neue Flieg mit mir. Das fand ich so schön und ich wollte versuchen, eine Ziehkarte draus zu machen, dass halt der Ballon, wenn man dran zieht, so wegfliegt. Vielleicht auch mit Mädchen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache, weil das ist doch relativ groß. Muss ich wahrscheinlich nur die obere Hälfte irgendwie auf die Karte drauf machen oder so. Ja, die sind jedenfalls neue Kollektion und ich finde die total süß. Dann war ich in einem Sale unterwegs. Ich gucke immer in den Läden in Sale, was ist da drinne. Und da gab es die Sammlerstempel. Die Gorgeous. Alle reduziert oder die meisten reduziert. Müsste ich jetzt auf die Rechnung gucken. Und hier steht tatsächlich drauf, was das für welche sind. Das ist ja halt dieses Puddle of Love. Das ist ja halt diese mit diesem Regenschirm. Mal gucken, ob ich das hier einfach rauskriege. Dann kann ich euch das zeigen. Ein bisschen besser zeigen. Das ist der hier. Finde ich total niedlich. Da noch so ein Sammlerobjekt drin. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu kolorieren. Aber eventuell geht es ja auch einfach nur schwarz-weiß irgendwo hingestempelt auf ein Inlay oder sowas von der Karte. Kommt ja auch immer süß. Dann einmal The Fox, also der Fuchs. Kennt bestimmt auch schon jeder. Also gibt es auch den großen von. Einfach das Mädchen mit dem Fuchsschwanz und den süßen Öhrchen. Dann einmal der hier, da heißt I gave you my heart. Ist auch einfach süß. Halt ein selbstgeschriebener Brief dazu. Und sowas kann ich mir echt super vorstellen. Unkoloriert, wirklich einfach nur hinten auf die Karte oder an die Seite oder sowas. Und dann noch einfach einen Text dazu geschrieben, fertig. Genauso wie der hier, der ist halt wirklich klein. Ich so meinen Daumen daneben halte. Ja, nicht groß. Das ist on top of the world. Mit diesen Vögeln und der ist wirklich mini. Ich überlege gerade, ob ich was daneben halten kann, wo man das erkennen kann. Naja, wenn ich jetzt hier so den Bleistift habe, der hat ja eine normale Größe. Ja, ne? Ist halt nicht groß. Aber das sind ja nun mal die kleinen und dementsprechend sind sie natürlich auch wesentlich günstiger als die großen. Aber einfach süß. Verliebt. Einfach nur verliebt. Dann habe ich mir Embossing-Pulver Stempelkissen geholt. Ich habe zwar eins, aber das ist nicht wirklich gut. Also da klebt das Pulver nicht richtig dran oder nur so verbröckelt. Und das ist ja das, was die meisten haben. Mal probieren, wie das so ist. Dann habe ich mir diese kleine Meerjungfrau geholt von CC Design mit ein paar Sprüchen. Aber ich finde hier dieses Seepferdchen total niedlich. Ich habe auch eine Karte gesehen, ich glaube von Semifilm, wo die Schildkröte auf dem Kopf von der Meerjungfrau sitzt. Und das ist auch einfach nur Zucker. Ja, irgendwie bin ich momentan auf diesem Meerestrip. Gleich kommt noch ein anderer Trip, den ich gerade habe. Also das ist, ja, und ich fand diesen Stempel total süß. Es gibt viele Stempel mittlerweile mit Meerjungfrauen, aber ich finde, dieser eine, der reicht mir. Dann habe ich dann erstmal da alles, was ich brauche.
Dann gibt es von Kreativ Bunt ihr eigenes Klebeband. Das ist, glaube ich, 0,9 cm und 50 Meter auf der Rolle. Das ist ordentlich. Ich habe irgendwo noch mein anderes Band. Ja, das hier ist kaum gebraucht und ja, wie man sieht, damit komme ich bestimmt ganz, ganz lange hin. Ist auch nicht so wirklich teuer, das Ding. Ich guck mal auf die Rechnung. Das kostet 4 Euro. Und ja, da ist 50 Meter. Ich werde wahrscheinlich irgendwann wieder bei ihr bestellen. Also ich werde bei ihr wieder bestellen, das weiß ich auch schon. Ja, also das soll auch super kleben. Ich bin mal gespannt, ich werde es ausprobieren. So, und dann das, was halt einen Tag später erst ankam bei ihr. Diese super süßen Drachen. Ja, mein zweites, ich liebe momentan Drachen. Ich sehe sie überall und sage mir, ich möchte sie auch haben. Und ja, hier unten halt noch ein Ritter und eine Prinzessin. Ist, glaube ich, für eine Babykarte ganz süß. Und hat wirklich diese Drachen. Ich habe noch eine andere Bestellung, die noch nicht da ist. Und da sind auch Drachen dabei. Werde ich euch auch wieder ein Haul zeigen. Ja, einfach nur süß. Und das zweite, was ich halt später noch ankam, das ist hier diese Schablone. Damit wollte ich dann Wolkenhintergründe machen auf einer Karte. Natürlich passend zu diesen Drachen. Und ja, die beiden Dinge hier, die kamen halt ersten Tag später, also nach meiner Bestellung. Aber da ich wegen der Schablone schon mal angefragt hatte, hatte sie mich dann sofort kontaktiert, als sie wusste, es kommt am nächsten Tag bei ihr an. Und dann haben wir das alles noch so geregelt und habe ich gefragt, gibt es denn auch die Stempel, weil beides ja von My Favorite Things ist. Ja, die gibt es auch. Und ich so, ja, super, super, möchte ich auch noch haben. Und dann hat das alles geklappt. Also vielen, vielen lieben Dank, Vera, dass du das alles für mich gemacht hast. Mich super gefreut. So, das war meine große Bestellung bei Kreativ Bunt. Nicht euch hier zu wackeln. Die nächste Bestellung bei Kreativ Bunt wird wahrscheinlich in ein, zwei Monaten stattfinden, weil ich noch auf was warte, was dann in den Shop kommt. Und ich hoffe, dass ich das dann auch kriege und nicht sofort wieder ausverkauft ist. Die meisten werden wissen, wovon ich rede. So, dann habe ich noch bei der Scrapbook-Werkstatt bestellt. Und zwar die neuen Longfong, ich kann es irgendwie gerade nicht aussprechen, Stempel. Ich finde die einfach nur süß. Nur süß. Achso, hier das kleine Danke, das habe ich oben drauf geklebt. Das war als Dankeschön bei der Rechnung dabei. Total süß. Und zwar habe ich die hier bei YouTube gesehen und geguckt. Und bei Longfong selber sind sie ausverkauft. Habe dann geschaut, in welchem deutschen Shop gibt es die denn noch. Und habe sie bei der Stempel, bei der Scrapbook-Werkstatt gefunden. Das hier ist einfach so eins, wo ganz viel drauf ist, was man mit einer Karte machen kann. Also Slide Me, Push Me, Look Inside und so weiter. Halt noch ein paar Pfeile dazu. Und ja, für zum Beispiel Shaker Cards. Ich habe ja meine Totoro Shaker Card gemacht und da würde dann so, glaube ich, so ein Shake Me mit einem Herzchen noch ganz gut reinpassen. Aber das werde ich jetzt erstmal so lassen, weil ich das Video schon an Carina geschickt habe. Und ja. Aber das finde ich halt ganz cool, weil ich habe auch meine Leuchtkarten, ist halt mit dieses Drück hier. Und dann finde ich so einen coolen Stempel-Push hier total gut. Also musste ich das mitnehmen. Und hier dieser, der heißt Upon a Star, wo dann halt der Fuchs und der Hase nach oben gucken. Und dann kann man dann aus den Sternen Hintergründe machen, werde ich wahrscheinlich embossen und dann hier unten noch ein paar Sprüche. Mal schauen, wie das so wird. Vielleicht mache ich da auch wieder eine Leuchtkarte draus, dass dann halt die Sterne anfangen zu leuchten. Ich muss mir erstmal noch mal ein paar LEDs in anderen Farben als in Weiß besorgen. Dann sieht das schon besser aus. Der hier heißt übrigens Push Me, habe ich ganz vergessen. Ja, das war der Hauptgrund, weshalb ich da bestellt habe. Und dann habe ich mir noch Brush Pens bestellt von SICK. Also hier, wie nennt sich das? Wassertankpinsel, ich habe zwar welche mal bekommen, das sind die hier von Viva irgendwas. Also da habe ich einen auch schon weggeschmissen, weil man drückt drauf und es kommt unten immer ein Tropfen komplett Wasser raus. Also die kann man quasi in die Tonne kloppen. Vielleicht sind die hier besser, aber ja. Also ich habe mal welche probiert von Stamping Up, aber die sind mir ernsthaft zu teuer. Für zwei Stifte 21 Euro. Und dann habe ich mal geguckt, ich versuche es mal mit denen hier, weil SICK ist, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Marke dafür. Ja, werde ich mal schauen, wie das so wird. Ich habe ja jetzt ganz viele
Stempel zum Kolorieren kann ich alles ausprobieren. Und da ich kein Aquarellpapier habe, habe ich mal hier nach diesem Watercolor Paper Pad geguckt. Habe dann festgestellt, bei Kreativ Bunt gibt es das auch. Also bei der nächsten Bestellung gibt es wieder bei Kreativ Bunt Aquarellpapier. Ich finde es aber eigentlich nicht schlecht, weil ich habe keins und wollte es mal ausprobieren, ob sich darauf anders malt. Wahrscheinlich gehe ich mal von aus, als auf meinem Druckerpapier, auf dem ich sonst versuche zu kolorieren. Ja, das ist halt relativ klein. Ich habe auch gar nicht auf die Größe geguckt, als ich mir das geholt habe. Ja, 6,4 mal 10,8 cm. Aber ein Stempel passt drauf, kann man kolorieren. Muss ich mal ausprobieren und dann kann man sich ja immer noch die größeren Blöcke besorgen. Und dann habe ich noch diese lustigen Doodle-Bug-Design-Kawaii-Kaffeebecher von Cream and Sugar. Das ist da alles drin. Und ich liebe diese Kaffeebecher. Ich habe schon ein paar Aufkleber von denen. Das sind die hier. Aber die sind mir echt zu schade zum Benutzen. Und jetzt habe ich halt hier so ein bisschen mehr, was man nehmen kann. Und ja, das ist einfach nur süß. Ich weiß nicht, kann man das gut sehen? Was da alles Tolles drin ist. Ich kann es auch mal aufmachen. Weil ich sehe gerade, dass ich dieses Nudelholz ist mal total süß. Also wenn es nicht interessiert, einfach abschalten. Ich mag sowas. Ja, Kaffeebecher, klar. Ein ja, Kaffee-to-go als Frappé-Becher, Zuckerwürfel. Total niedlich, ja, so ein bisschen. Kaffeebohnchen, Herzchen, Macaron, Löffel, Löffel, Löffel. Ein Teebeutel. Also ich einfach nur süß. Und der ist mir gerade ins Auge gefallen. Es ist total niedlich. Ich wollte sowieso noch mal mit meinen Mädels zusammen backen und vielleicht mache ich ihnen dann so eine Einladungskarte, dass sie bei mir zusammen backen und dekorieren und alles. Oh, das ist ein bisschen geknickt, das ist ein bisschen doof, aber ich glaube, ich zu groß für die Packung. Ja, halt einfach süß. Und dann halt jede Menge, was man da so nehmen kann. Ein Glücksrad. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe da irgendwie mal nachgeguckt, aber ich find's toll, ich find's toll. Kommt in meine Sammelsorium. Ich brauche irgendwas als zum Draufkleben Box. Ja, toll. Toll, 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 toll. Noch mein Kuchenständer. Ja, ich könnte jetzt hier, oder ich werde hier wahrscheinlich noch ein bisschen stundenlang raussuchen, was hier Tolles drin ist. Ja. Jedenfalls, das waren meine beiden kleinen, großen Einkäufe. Wie gesagt, auf eins warte ich noch, aber da sind, glaube ich, nur Stempel drin. Kommt aus England, mache ich dann wieder ein Haul für euch. Ich werde mich jetzt hier erstmal austoben. Ich bin ganz, ja. Verzückt, kann man sagen, richtig verzückt. Also, bis dann.